wir von jedem Einzelnen zu wenig. Am ersten Halbzeit ganz schlecht. Zweite Halbzeit haben wir eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen Druck gemacht haben, aber zu wenig Chancen rausgespielt. Ja, waren einfach zu viele Fehler im Ballbesitz gemacht und zu unruhig am Ball. St. Pölten war über die Umschaltsituationen gefährlich und wir haben wenig Ideen gehabt, dass wir den Abwehrriegel irgendwie bespülen oder Räume raufspülen, wo sie Schwächen hätten. Und war einfach viel zu wenig von allem. Ja, absolut. Ja. Es war, wie gesagt, das war dann irgendwie ja, ein komisches Spiel von unserer Seite. Irgendwie ist schwer zu erklären, jetzt kurz nach dem Spiel, aber wir haben es einfach nicht geschafft, dass wir in der gegnerischen Hälfte den Ballbesitz verlagert haben, dass wir sie eingeschnitten haben, dass wir einen guten Tiefgang gehabt haben. Wir haben selten Bälle in der letzten Linie halten können. Es ist dann sehr viel um zweite Bälle gegangen. Da waren meine Duelle vom Zweikampfverhalten zu schwacher heute. Und dann kommt so ein Spiel raus und St. Pölten hat dann gut umgeschaltet und dann waren mit ihrer Schnelligkeit vorne gefährlicher wie wir heute. Wieder kein Heimspiel gewonnen, das war das erklärte Ziel. Jetzt zum dritten Mal in der Serie das Heimspiel nicht gewonnen, nur zwei von den letzten 9 Punkten so ausgemacht. Auf Dauer wird das mit den 3 so wahrscheinlich schwieriger. Ja, natürlich, wenn wir nicht anfangen, daheim Spiele zu gewinnen, daheim voll zu punkten, vor allem gegen St. Pölten, Hartberg und Co., dann wird es ganz schwierig, dass wir da oben reinkommen, das ist klar. Nichtsdestotrotz dürfen wir jetzt einen Kopf in den Sand stecken. Es sind ein paar Runden bis zur Winterpause und wir müssen das jetzt abpacken, aber gut analysieren, dass sowas nicht mehr vorkommt daheim gegen solche Mannschaften. Und ja, es ist jetzt unerklärlich und tut weh, weil wir jetzt uns in eine schlechte Situation wieder bringen, wieder Druck jetzt kommt und so weiter. Und das haben wir überhaupt nicht nötig, aber das haben wir uns heute nur wir selber zuzuschreiben. Ja, schwer zu sagen. Es waren auf beiden Seiten, glaube ich, knifflige Situationen. Schiedsrichter hat es nicht gegeben, aber das war heute nicht der Grund, warum wir verloren haben. Gibt es andere Gründe, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Ja, nicht nur der Taxi, ist eh klar. Uns fehlen einige Spieler, aber jetzt die Woche nur der Taxi ausgefallen, hilft uns natürlich auch nicht in der Situation. Aber trotz allem, wenn man sich die Startelf anschaut, ist da genug Routine, genug Klasse am Platz, dass man ein Spiel gegen St. Pölten gewinnen kann. Und wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Ausreden suchen, sondern uns wirklich auf uns konzentrieren, unsere Fehler analysieren, das klipp und klar ansprechen und ja, das in Zukunft wieder besser zu machen, weil wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Und dann ist das heute schon ein richtiger Dämpfer und war jetzt wieder ein bisschen ein altes Muster, muss man sagen. Sind es 11, auf dem WRC ist jetzt auch wieder ein Stiegel, weil die 4-0 gewonnen hat. Geht die trotzdem komisch. Gell? Ich meine, dabei ist die Stimmung besser, aber Ergebnisse sollten halt auch noch besser sein. Gell? Ja, sicher, die Stimmung war bis heute gut. Heute gibt es natürlich ein bisschen wieder, auch bei uns ist eh klar, nach so einem Spiel, nach so einer Heimniederlage und sehr vorher angesprochen, da haben wir zu wenig Punkte und deshalb ist dieser Punktepolster da. Wir müssen schauen, dass wir die nächsten Runden punkten und schauen, dass wir. Ja, das mit dem oberen Playoff sichern und nicht da irgendwie jetzt wieder zum Schwitzen anfangen und so weiter. Aber natürlich braucht man jeden einzelnen Spieler und wir müssen als Mannschaft wieder besser agieren, vor allem in die Heimspiele. Das ist das, warum wir da hinterherlaufen. Und ja, es ist halt leider, bringen wir uns wirklich selber in die Situation. Und wie gesagt, wir brauchen keine Ausreden suchen, wir müssen uns selber an der Nase nehmen und sind nur wir schuld, dass wir die Partie heute verloren haben.